Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. So, wir hatten ja hier eigentlich bei Shani noch eine Quest. Ich gehe mal aber davon aus, dass es Shani selbst war. Von der Position her würde es passen. Deswegen quatschen wir jetzt trotzdem nochmal mit ihr, weil sie ist ja weg. Geralt? Oder bevor sie weg ist. Oh. Endlich etwas Zeit zum Reden. Erzähl mir, wo du gewesen bist und was du gemacht hast nach Ysima. Nachdem unsere Wege sich getrennt haben? Tja, der Frieden war von kurzer Dauer, aber ich habe ihn gut genutzt. Habe in Ochsenfurt meinen Doktor abgeschlossen und dann in jedem Feldlazarett und Sanitäterzelt nördlich der Yaruga gearbeitet. Du konntest Langeweile nie ausstehen. Ich bin kein Hexer. 150 werde ich wohl nicht. Da meine Zeit so kurz ist, nutze ich sie lieber, so gut ich kann. Du weißt eben, was du willst. Stimmt. In der Hinsicht hat sich nichts geändert. Weißt du, ich wollte dich was fragen. Dann frag mich. Ich bin neugierig. Hast du je Gwent gespielt? Oh, Geralt, Geralt, natürlich. Was soll man abends mit all den Soldaten sonst machen? Komm, legen wir die Karten aus. Na denn, wollen wir mal gucken. Squiatel. So, wir haben zweimal Finte, zweimal Verbrennen, Gaunter Odim und Odim der Finsternis. Die Finsternis würde ich auswechseln. Okay, passt. Gegner am Zug. Da geht er schon mal gut los hier. Ziehen wir erstmal zwei Karten nach. Ein Horn. Du möchtest aber sehr sportlich werden, wa? Mein Gegner passt. Na denn... Verbrenne ich dir die mal kurz, dann hast du nämlich 0 Punkte. Und wir haben zweimal Wiederbelebung. Komm, wir nehmen Gaunter Odim und dezimieren unser Deckmar. Zack. Und haben gewonnen mit 14 Punkten. So. Jetzt können wir nochmal loslegen. Oh. Welche aus deiner Hand? Nee, alle aus dem Deck. Okay. Tut mir leid. Das musste sein. Ja, Dito, wa? Na gut. Wollen sie ja noch nicht gleich abhängen hier. Na, ist okay. Damit machst du 8 Punkte, aber wir können jetzt einmal unseren Drachen wiederbeleben, der deinen Drachen pulverisiert. War mir irgendwie so klar. Oh, Spion. Na denn, ziehen wir uns doch mal kurz unseren eigenen Spion wieder. Mensch, die Drachen verbrennen sich hier gegenseitig die Nase. So, kriegst du ihn erstmal wieder. Zieh ich nämlich zwei Karten. Auch das war mir irgendwie so schon klar. Na gut, denn... Drache. Ein Wesimir. Okay, gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns den Drachen nochmal wieder. Oh. Sowohl als auch. Na gut. Machen wir erstmal Wesimir platt. Eine Bogenschützin, aber die ist nicht stark genug.
Dann verbrennen wir erstmal die beiden. Mein Gegner muss passen. Hier, komm. Ich hole mir einmal kurz meine Belagerungsheilerin wieder. Dann nehmen wir hier nochmal so einen Recken. Und jetzt können wir eigentlich den Rest ausspielen hier. Haben wir eigentlich schon längst gewonnen. So niedrig, wie ich sie gehalten habe. Aber 77 Punkte müssen sein. Runde gewonnen. Du bist gut. Ich habe den Verdacht, dass du mehr Zeit für Gwint aufwendest als für wichtige Dinge. Nein, ich hatte Glück. Das ist alles. Hm, klar. Hier eine ausgezeichnete Karte von einem alten Freund, damit du dich nicht auf dein Glück verlassen musst. Olgierd von Everreck. Die Hochzeit war wirklich eine gute Idee. Ich komme selten dazu, eine Pause zu machen und abzuschalten. Hat mir gut getan. Ich bin Ärztin. Ich weiß normalerweise, warum ich etwas verschreibe. Hoffentlich waren Wladimirs Zoten nicht zu nervtötend. Ein sonderbarer Mann. Geist. Aber ich fand ihn sympathisch. Muss zu Lebzeiten ein echtes Original gewesen sein. Du hast gesagt, du müsstest nachdenken. Hast du? Ja. Ich finde dich sehr anziehend. Aber wir lassen lieber alles, wie es ist. Du bist ständig unterwegs. Und mich verlegen sie bald. Ach, wir haben es ja schon mal versucht. Und du weißt, wie das lief. Das stimmt. Aber versprichst du mir, dass wir dann und wann eine Flasche Wein trinken? Natürlich. Weißt du was? Ich stell direkt eine beiseite. Bis später. Ja, bis später. So. Das heißt, sie wollen nicht wieder zusammenkommen. Ah, schade. Ich hätte es Geralt gegönnt. Aber, na gut. Gaunter Odim ist sogar eine... Ulrik von Everreck ist sogar eine Karte, die linear ist. Also sprich, wir können sogar noch was anderes rausnehmen. Hätten Bogenschützen oder... Ja, was nimmt man denn dafür raus? Eigentlich möchte ich nichts rausnehmen. Eigentlich möchte ich nichts rausnehmen. Ein bisschen was müsste ich ja rausnehmen. Ich nehme dafür eine Finte raus. So. Und ein Horn des Kommandanten. Das reicht aus, denke ich mal. Gut. Aber zwei, eine reingepackt und zwei wieder rausgeholt. Dann gucken wir, dass wir jetzt zum nächsten Schnellreisepunkt kommen, damit wir jetzt das Kapitel beenden, denke ich mal. Bin ja mal echt gespannt. Wir haben ja jetzt alle drei Wünsche von Olgierd erfüllt. Aber das Glas, was nicht zerbricht. Ja, das war jetzt verkehrt. Keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Gut. Ich bin bei den Säulen gelandet. Okay, gut. Da unten. Der Schlinger? So. Oh, platzt alle weg. Ich dachte, die hatte ich hier schon längst mal alle weggemacht. Na, lass mich doch erstmal das Schwert ziehen. So. Können wir wenigstens nochmal mit einem Bonus laufen hier. Waren noch hier die Tonhütten?
Ein bisschen bekannt kommt es mir hier vor. Ist aber schon ewig her, seit wir das letzte Mal hier waren. Die Höhle hatten wir auch schon mal gefunden. Bin ja jetzt mal gespannt. Absunde sind noch drin, Tränke haben wir noch. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt gesamt hin müssen. Ganz schön duster hier drin. Wow. Hab ich jetzt nicht gecheckt, dass da ein Abgrund ist. Wir müssen es gleich geschafft haben. Irgendwo hier. Hoffe ich zumindest mal. Ah, hier ist das. Ja, doch, jetzt erinnere ich mich wieder. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und, von Everek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele. Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir? Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort. Nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen! Ich betrüge nie. Halt! Misch dich nicht ein, Hexer. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine.
Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Gwint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Ich hab es nicht gut verstanden. Wiederholst du es? Alle Menschen haben mich, unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht. Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los! Okay, finde die Lösung des Rätsels des Spiegelmeisters. Und ich gehe mal davon aus, dass es ein Spiegel ist. Das würde passen. Was ist das für ein Ort? Haha, gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Okay. Ja, toll. Erscheinung. Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Etwas, das mich wiederholt. Ein Echo vielleicht? Echo. Keine Chance. Ein Echo kann man nicht betrachten. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Verdammt, was bist du?
Spiegelbild. Aber wo finde ich das? Echo war zwar eigentlich ein guter Ansatz, aber... ich habe keine Ahnung, wo ich das finden soll. Lass mich nicht hier! Hilf mir! Ich gucke auch noch nach oben, während ich weiterlaufe. Das war jetzt natürlich doof. Das war eine gute Falle. Turtle ist reingetappt. Also ich gehe davon aus, das ist Spiegel. Gut, dann können wir jetzt gleich uns den einen Dialog da sparen. Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. So, hier kommen ja jetzt gleich die... Na, kommt schon. Monster waren nicht abgemacht. Meine Welt, meine Regeln. Na, ich glaube, ich muss immer zu... Teilen... muss irgendwo einen Spiegel finden. Aber hier waren wir schon richtig. Hilfe! Geralt, rette mich! Das soll mich bestimmt nur ablenken. Lass mich nicht hier! Hilf mir! Shani, halt durch! Ich komme! Dass du darauf reinfällst. Alter, ist der böse, ey. Dort hinten leuchtet das auch nochmal. Wirklich, Geralt. Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Ich suche mich. Ich habe mehr von dir erwartet. Vor allem, da die Zeit drängt. Ja. Suche aber immer noch einen Spiegel. Und der hätte da ja sein können. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Kinder lieben Schaukeln. Alte könnten sich davor fürchten. Aber zum Rest passen Schaukeln nicht. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht es gegen mich. Oh, furchtbar! Beachte mich, du bist miserabel. Betrachte mich, bis dein Verstand erreicht. Dabei kannst du mich doch nichts tun. Was kann das sein? Ja, aber... ihr kostet mich Zeit. Und zwar nicht gerade wenig. Alter, auch noch mit Gift arbeiten hier. So, ersten Hammer. Familiengruft. Mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gebt mich nicht. Familie passt dazu. Aber sonst zu nichts im Rätsel. Wiederhole das Rätsel. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäbe mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht.
Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein... Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Oh Mann, ey. Das sagst du, doch ich warte und warte und du musst mich noch immer finden. Verdammt, sagst du, Odin. Punkt für mich. Er spielt einfach ein falsches Spiel. Das kannst du nicht ewig tun. Willst du wetten? Hier muss ein Spiegel sein, den du nicht zerschlägst. Suche und du sollst finden. Vielleicht. Wie du wohl einen Wasserspiegel kaputt bekämst? Ich krieg dich trotzdem. Das sagst du, doch ich warte und warte und du musst mich noch immer finden. Einen Wasserspiegel. Stimmt. Verdammt, sagst du, Odin. Punkt für mich. Hier geht's nicht weiter. Da drüben vielleicht irgendwo. Es gibt hier nur leider kein Wasser gerade. Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen. Ich sehe die Möglichkeit. Na? Jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir erstmal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung. Nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war... eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch. Bis ich
überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück. Das Herz aus Stein. Gut. Ist aber noch nicht das Ende. Denn wir haben immer noch ein klein wenig was anderes. DLC-mäßiges. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gleich gucken, dass wir vielleicht nochmal eine Stufe würde ich gerne nochmal machen wollen. Das Problem ist, wir haben ja hier eigentlich schon so weit alles irgendwie über den Haufen geworfen, was jetzt hier nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wegen den Runen, naja, da kamen wir ja noch nicht mal wirklich ansatzweise zu. Wir haben jetzt aber noch eine Quest übrig, also eine Questreihe. Blood and Wine, also Blut und Wein. Müssen wir mal schauen, ne? Da sollen wir uns noch mit einem Ritter treffen, ist auch noch eine Hauptquest. Sammle sie alle, habe ich auch noch nicht vollständig. Auch mehrere Orte. Vielleicht fehlt da ja noch ein bisschen was. Aber was ein Mann sät, ist somit fertig. Das heißt, wir haben den Teufel besiegt. Machen wir hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.